In dem Moment, in dem wir als menschliche Wesen geboren werden, wurde unser Leben irgendwie kompliziert. Wenn wir hierher gekommen wären als irgendein anderes Wesen dieses Planeten, wäre das Leben sehr einfach. Essen, schlafen, fortpflanzen und eines Tages sterben. Nun, wir müssen alle diese Dinge tun. Aber irgendwie, dort wo du gerade bist, wo auch immer du sein magst, es ist irgendwie nicht genug. Oder nicht? Du möchtest etwas mehr sein, als was du jetzt gerade bist. Wenn du nur Geld kennst, denkst du vielleicht an etwas mehr Geld. Wenn du nur Vergnügen kennst, vielleicht an etwas mehr Vergnügen. Macht, etwas mehr Macht. Alle wollen etwas mehr sein, als was sie jetzt gerade sind. Der beständige Wunsch nach mehr ist ein ununterbrochener Prozess. Ob du zur Arbeit gehst, oder du in die Kneipe gehst, oder du in den Tempel gehst, oder du heiratest, oder du Kinder hast, oder du an einer Universität studierst, all dieser Aufwand im Leben, all das geschah im Streben nach Glück. Ist es so? In den letzten 100 Jahren, durch die Anwendung von Wissenschaft und Technologie, haben wir die Gestalt dieses Planeten verändert. Heute haben wir eine Art von Komfort und Annehmlichkeiten, die sich keine andere Generation überhaupt vorstellen konnte. Wir sind definitiv die Generation mit dem allermeisten Komfort auf diesem Planeten, ist es so? Aber sind wir auch die fröhlichste Generation? Es hat also nicht funktioniert. Alle Wesen, von den Pflanzen über die Tiere bis hin zu allem, einschließlich der Menschen, haben einen enormen Preis gezahlt für diese Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten. Und wir sind nicht einmal glücklich. Welchen Sinn macht das? Wir haben die heutige Welt in vielerlei Hinsicht so gestaltet, dass sie für uns besser funktioniert. Ist es nicht so? An uns selbst haben wir gar nicht gearbeitet. Es ist an der Zeit, sich das wirklich mal anzuschauen, oder nicht? In den letzten 24 Stunden, wie viele Momente der Freude hast du erlebt? Als du 5 Jahre alt warst, ein Kind. Wie viele Momente der Freude hast du in 24 Stunden erlebt? Die ganze Rechnung ist irgendwie nicht aufgegangen. Es spielt keine Rolle, wo du bist. Selbst in einem Palast oder im Himmel. Wenn dein innerer Zustand nicht gut ist, dann spielt es keine Rolle. Oder etwa nicht? Dieser Geist hätte eine Quelle der Ekstase sein können, aber dieser Geist ist zu einer Quelle des Elends geworden. Für die meisten Menschen Anspannung, Angstzustände, Depressionen. Warum? Du weißt einfach nicht, wie du damit umgehen sollst, oder nicht? Schau, da ist nur ein Problem in deinem Leben. Das Leben geschieht nicht so, wie du glaubst, dass es geschehen sollte. Das ist das einzige Problem. Ist da irgendein sonstiges Problem? Niemand um dich herum wird zu 100% so sein, wie du es willst. Ist es nicht so? Ja? Niemand ist genauso, wie du willst. Das ist okay. Das Problem ist, das hier ist nicht so, wie du es willst. Das ist das einzige Problem, oder nicht? Die Leute sind zu dem Schluss gekommen, dass Stress ein Teil ihres Lebens ist. Stress ist nicht ein Teil deines Lebens. Es ist nur so, dass du nicht weißt, wie du mit deinem Körper umgehen sollst. Du weißt nicht, wie du mit deinem Geist umgehen sollst. Du weißt nicht, wie du mit deinen Emotionen umgehen sollst oder deiner Lebensenergie. Alles geschieht zufällig. Also wenn die Dinge so laufen, wie du es willst, fängst du an zu verstehen, dass man sie in der Welt gestalten muss. Das Gleiche mit dir. Es wurde keine innere Gestaltung für dich durchgeführt. Ist es nicht so? Du versuchst einfach so zu sein, einfach wie es kommt. Nun, ich spreche davon, die richtige Art von Chemie in dir zu erzeugen, bei der friedlich und glückselig zu sein einfach natürlich für dich ist.